anfangen können. Darf ich recht herzlich bedanken, dass wir so zahlreich erschienen sind. Freue mich, dass wir nach der kurzen pandemischen Auszeit hier wieder zurück sind mit dem sauren Vorbilder G12. Freue mich besonders, dass die drei Investmentlegenden wieder ein neues zugesagt haben. Deshalb Ihr Applaus für Peter Huber, Bert Schlosser und Klaus Kröderberg. Ja, schönen Dank. Wir wollen gar nicht viel Zeit mit den großen Vorreden verlieren, sondern eigentlich direkt in die Themen einsteigen. Und das Inflationsthema ist im Moment das Thema, was die Märkte am meisten beschäftigt. Peter Juncker hat tatsächlich hier auf dem letzten Gipfel, an dem er teilgenommen hat, das Inflationsthema mit dem Ketchup-Effekt beschrieben und gesagt hat, die Notenbanken schütteln alleine rum, es kommt aber nichts raus und irgendwann rauscht es dann heraus. Und daraufhin habe ich die Nachfrage gestellt, was heißt das denn mal im groben Prozent? Und es fiel dann die Aussage, es könnten 5% mehr sein und es ging ein Raunen durchs Publikum. Da heute wäre man, glaube ich, ganz froh, wenn die Inflationsrate natürlich nur 5% wäre. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf die Rentenmärkte. Wir hatten in den letzten 6-7 Monaten ja schon einen kleinen Rentencrash. Die Zinsen sind weltweit angestiegen. Mal auf Deutschland betrachtet, roundabout 2%, das heißt zweistellige Verluste an den Rentenmärkten. Und wir haben vor allen Dingen eine negative Realrendite wie nie zuvor. Wir haben das hier gerade nochmal kurz dargestellt. Das heißt, nichts tun ist keine Lösung, weil ihr Geld dann real jedes Jahr massiv an Wert verliert. Und von daher lassen wir Peter Huber auch den ersten Aufschlag. Ja, wie geht man damit um mit der Inflationsthematik? Wie sieht es deiner Meinung nach in den nächsten Monaten, Jahren mit Inflationstendenzen aus? Und was macht man da insbesondere jetzt mal auch im defensiven Bereich? Und im Aktienbereich gehen wir nachher natürlich auch noch ausführlich ein. Ja, die Inflation ist da, um zu bleiben. Wenn man sich mal die aktuellen Zahlen anguckt, Produzentenpreise in der Europäischen Union plus 37%, Großhandelspreise in Kaufpreisen alle deutlich über 20%, Inflation bei 8%. Was macht die EZB? Sie hat einen kleinen Zinsschritt angekündigt, der auf den jetzt doch geschnitten wird. Das heißt, die gute Zentralbank ist hoffnungslos hinter dem Kurs. Und so kann man keine Inflation bekämpfen. Das heißt, sie wird uns erhalten bleiben. Wir werden zwar tendenziell temporäre Abschwächung bekommen durch Basiseffekte. Die Inflationserwartungen an den Märkten sind auch bereits deutlich zurückgegangen. Aber das ist nur ein Zwischeninterment so. Also ich sehe da überhaupt keine Chance. Die einzige Möglichkeit von der Zentralbank, die Inflation wirksam zu bekämpfen, ist das, was der Paul Volcker ab 80 Folgen gemacht hat. Er hat über Jahre die kurzfristigen Geldmarktzinsen deutlich über die Inflationsraten gehoben, hat die Inflation dann auch erfolgreich bekämpft. Stellen Sie sich vor, irgendeine Notenbank würde angesichts der Staatsschulden sowas machen heute, das wäre eine Katastrophe. Das heißt, temporäre Abschwächungen möglich, hohe Inflationsraten bleiben uns aber erhalten. Und das Schlimme ist, die Zinsen können nicht entsprechend angehoben werden, das heißt, über die nächsten 10 Jahre negative Realzinsen, wenig Chancen an Renten. Was wäre die Lösung? Also, meines Erachtens fahren wir an die Wand und es gibt keine Lösung mehr. Der Point of No Return ist überschritten. Die Notenbanken haben die Situation 2008 in der Krise gerettet, haben den Staaten Zeit verschafft, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. Und die haben das genutzt, um sich noch mehr zu verschulden. Und die Notenbanken haben daraufhin angefangen mit Staatsfinanzierung. Und ich muss ehrlich sagen, also, was die Frau Lagarde geleistet hat, an dem Tag, dass sie das Anleihekaufprogramm, der Knopfdruck von 1200 Milliarden auf 1800 Milliarden erhöht hat, der Knopfdruck, da hat sich hier der Wagen umgedreht. Ich weiß auch keine Lösung. Oder wir haben ja tatsächlich drei Manager, von denen zwei an den Rentenmärkten laufender Geld verdient haben.
haben einmal richtig rausgehalten, aber das ist in Anbetracht der Zweichelverluste wirklich eine Leistung. Von daher kommen wir kurz zu Klaus Kaltenborn. A, wie habt ihr das im laufenden Jahr umschifft? Und B, wie ist da der Blick nach vorne? Gut, wir haben alles umschifft. Im Wesentlichen auf der Rentenseite haben wir die Duration nicht nur verkürzt, sondern wir sind dort short gegangen. Das hat geholfen. Gleichzeitig haben wir alle Spreads bzw. Credits versucht, so gut es geht, zu eliminieren. Das heißt, am Ende des Tages haben wir auf der Rentenseite Geld verdient. Auf der Aktienseite ähnlicher Effekt, das ist klar, bei steigenden Zinsen hat man den Effekt, dass Wachstumswerte deutlich stärker unter Druck kommen als Wellenwerte, mal holzschnittartig, und wir haben im Wesentlichen unser Portfolio stärker auf Value-Werte ausgerichtet. Das hat auch auf der Aktienseite mehr oder weniger zu relativ schwachen Verlusten geführt. Ich wollte aber zu dieser Inflation was sagen, weil das uns ja jetzt alle auch zukünftig beschäftigen wird. Inflation hat immer mehrere Ursachen. Die bekannteste ist die zyklische Ursache. Das haben wir nach der Corona-Krise gesehen. Die Nachfrage steigt an, das Angebot kommt nicht schnell genug hinterher und wir bekommen so eine zyklische Inflation aufgrund der stark steigenden Nachfrage. Sicherlich ist auch Inflation durch die monetären Exzesse der Vergangenheit verursacht, die einfach so viel Geld in den Kreislauf reinbringt, dass dadurch höhere Inflationsraten ermöglicht werden, ohne dass die Preise anderswo sinken. Aber der viel wichtigere Aspekt ist, ich glaube, wir haben es mittlerweile mit einer strukturellen Inflationsrate zu tun, die uns auch noch eine ganze Zeit begleiten wird. Grund für diese strukturelle Inflation ist einmal Deglobalisierung. Wir haben jahrelang ein tolles Geschäftsmodell gehabt. Wir haben billige Arbeitskraft aus den Emerging Markets importiert in Form von Gütern und Dienstleistungen. Aber wir merken jetzt, dass die Abhängigkeit, die dadurch entsteht, reduziert werden muss. Das heißt, wir kommen von einer Deglobalisierung, vielleicht ist es auch mehr eine Regionalisierung. Nur die hat zur Folge, dass wir Produktivitätsverluste haben und dass die Güter und Dienstleistungen schlichtweg teurer werden über eine ganze Zahl. Der andere Effekt ist die sogenannte Dekarbonisierung, sicherlich eine gute Sache, weil es hilft dem Klima. Aber es macht nun mal die Energiepreise nicht unbedingt billiger, sondern es wird die Energiepreise teurer machen. Das wird uns auch noch eine ganze Zeit lang begleiten. Die gute Sache ist, dass beide Effekte vielleicht durch gute Ingenieure irgendwann gelöst werden können. Das heißt, eine effiziente Deglobalisierung verbunden mit einer vernünftigen, innovativen Dekarbonisierung. Dann haben wir eigentlich nur noch den dritten Effekt. Ich fürchte, auch in den nächsten Jahren werden die Lohnsteigerungen natürlich einen Großteil der Zusatzgewinne der Unternehmen ausbessern. Aber ich glaube, das ist auch durchaus legitim. Über drei Jahrzehnte hat das Kapital deutlich mehr Rendite erwirtschaftet als diejenigen, die dafür entlohnt werden. In den nächsten Jahren, glaube ich, die Löhne deutlich steigen werden, was auch nochmal zur Inflation beiträgt. Was hast du dazu? Wir haben hier gehört, in den nächsten 10 Jahren wird es an Rentenmärkten schwierig, Geld zu verdienen, strukturelle Inflation. Wie ist euer Blick auf diese Themen? Ja, ich meine, es sind ja 3D, ich habe mir auch das die strukturellen Faktoren, die gucken. Niemand weiß, wie hoch das geht. Aber ich fand die Frage von mir gerade eingehend interessant an Peter Huber, was er empfiehlt sich jetzt nicht. Weil wir können sagen, okay, so sieht es aus. Das bewegt sich in linearen Umfeld, alles ist glatt, alles läuft. Dann haben wir eben 4%, 5%, 6% Inflation, aber wo sind die Zinsen da? Und wie lange kommen die Notenbanken mit der Nummer durch, insbesondere die EZB, einfach den Zins nicht so hoch zu nehmen wie die Inflation? Da haben die negativen Realzins, die die Staaten ja brauchen, auf Dauer aufrechtzuerhalten und sie alle letztlich an der Nase rumzuführen und dazu sorgen, dass sie ihr Geld weiterhin, also sie jetzt nicht speziell, um Gottes Willen, sie vor allem nicht, aber
ihr Geld jetzt da am Sparbuch verhungern lassen, weil sonst natürlich ein riesen Depositenflug auch einsetzen würde. Wer ist so verrückt und legt Termingeld an für, sagen wir mal, dann vielleicht 0,5 oder 1%, wenn die Inflation 5 oder 6 ist? Ich weiß es auch nicht. Aber das ist die Kernfrage. Dass die Inflation etwas höher sein wird, ist höchstwahrscheinlich. Und dass die Menschheit immer wieder in der Lage ist, auch Lösungen zu finden, die wir vier Bescheidenen hier vorne auf dem Podium allesamt nicht mal im Kopf haben, ist auch klar. Allerdings, und das ist der Punkt, den man sicherlich sehen kann, und ich teile auch ich teile den Pessimismus ganz, aber ich sehe den Punkt von Ihnen, Herr Huber, dass natürlich das Thema Glaubwürdigkeit dann irgendwann auf dem Spiel steht. Ich hätte vielleicht ein OMT Light hinten deckeln, vorne hoch. Maybe. Also dann kauft man einfach italienische Staatsanleihen. Verstößt gegen alles, was nicht bidonal und fest ist. Zieht vorne den Zins hoch und sagt, ich habe da gesehen, Leitzins 2,5%. Und sorgt dafür, dass hinten am langen Ende eben 4, 5 oder 6% auf Dauer an Zinsen für die Italiener oder für jetzt die Spanier auch Richtung 3% zu Ruhe stehen. Ich weiß es nicht. Und die Staaten sind ja noch gut dran. Wir haben das ja gerade gezeigt. Die Regression wirkt. Die landen sich im Prinzip noch ins Fäustchen, wenn die Einnahmen inflationsbedingt steigen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer für den normalen Schuldner, der jetzt plötzlich, denken Sie an die Leute, die 13, 14, 15 abgeschlossen haben und 23, 24, 25 refinanzieren müssen und dann nicht wie geplant auf tiefen Zinsen, sondern möglicherweise bei Krediten von 3,5, 4 oder weiß ich, 5%. Das ist auch schwer vorstellbar. Also ich weiß es auch nicht. Also das Thema, welche Schuldenkrise 2.0 dann so ein bisschen mit aufgemacht. Peter, wie ist ja deine Einschätzung gerade, was jetzt die aktuelle Diskussion bei der EZB-Sondersitzung angeht? Mal deine Meinung dazu? Ja, die EZB ist jetzt in der Falle. Weiter Staatsanleihen aufkaufen oder die Inflation weiter beschleunigen oder befeuern. Die Zinsen stärker zu erhöhen oder Staatsanleihen zu verkaufen, würde uns in die Stagflation reinführen. Jetzt kommt sie auf die glorreiche Idee, fand ich ja schon bemerkenswert, natürlich zur Verteidigung des Euros, also unserer gemeinsamen Währung, und zur Verhinderung einer Fragmentierung, weil in Italien die Zinsen schon deutlich höher angestiegen sind als in Deutschland. Werden Sie wahrscheinlich ein Programm uns verkaufen wollen, dass die EZB beispielsweise italienische Staatsanleihen weiter aufkauft und deutsche Staatsanleihen verkauft. Das heißt, wir sind in einer Phase, wo wir ohnehin eine gesamtschuldnerische Haftung und eine verbotene Staatsfinanzierung schrittweise erleben müssen. Jetzt kommt man in ein Stadium, wo die Staaten, die noch halbwegs solide gearbeitet haben, immer relativ gesehen auch noch dafür bestraft werden. Also es ist eigentlich unvorstellbar, dass sowas durchgeht, aber ich befürchte, sowas laufen. Ja, sind wir mal gespannt, was uns da die Notenbanken noch alles so bescheren. Kommen wir nochmal zu den Auswirkungen auch der Inflation und Inflationsbekämpfung. Da steht das Thema Stagflation oder potenzielle Rezession dann immer sehr nah. Wie ist da die Einschätzung? Ist es möglich, die Wirtschaft trotz der Maßnahmen, die man jetzt dagegen halten muss, noch einigermaßen am Laufen zu halten? Oder werden wir in der Rezession wahrscheinlich einschüttern? Die Geschichte spricht eindeutig dagegen, typischerweise, Zyklus kommt es irgendwann mal zu einer Rezession, also die Frage ist nicht ob, sondern eher wann. Aber man muss auch sagen, eine Rezession ist jetzt kein Weltuntergang und führt auch nicht notwendigerweise in eine Depression. Ich glaube, wir können eine gewisse Hoffnung schöpfen aus dem, was wir in den 70er Jahren gesehen haben. Wenn ich mich so umschaue, die wenigsten kennen diese Zeit noch aus ihrer aktiven Laufbahn. Damals hatten wir zwei starke Inflationswellen, die auch denselben Auslöser hatten wie heute, nämlich die erste Inflationswelle wurde durch einen Ölpreisschock ausgelöst, die
die zweite dann durch kriegerische Auseinandersetzung im Mittleren Osten. Damals hat die Notenbank sehr, sehr harsch reagiert und das von einem Zinsniveau aus, was ohnehin schon deutlich höher war als das heutzutage. Das Interessante, und das sollte Hoffnung geben, auch damals ist die Welt in den Aktienmärkten nicht untergegangen. Ja, die Returns waren nicht so hoch wie heute, aber wenn man mal die von 1970 bis 1980 die Wertentwicklung an den Aktienmärkten, an den US-Aktienmarkt sich anschaut, war die etwa 6% per annum. Es mag sehr enttäuschend sein, ich meine, in den letzten 10 Jahren hatten wir 12% per annum Return, also nur noch die Hälfte. Aber wenn einer weiß, wie er mehr als 6% verdienen kann mit einer anderen Anlageklasse, wäre ich durchaus erstaunt. Da müsste aber erstmal die Rezession dann verdaut werden und dann auch potenziell Rückgang für Unternehmensgewinne. Ja, wir werden, wie gesagt, Rezession wird kommen und die Unternehmensgewinne werden auch aus anderen Gründen, nicht nur wegen fallender Nachfrage, sondern vor allem wegen der steigenden Kosten deutlich zurückgehen. Das heißt, mit Bewertungen im Augenblick ist es äußerst schwierig am Aktienmarkt, weil nicht nur aufgrund der steigenden Zinsen und Bewertungsdruck entsteht, sondern die Gewinne werden auch noch deutlich nach unten revidiert werden müssen. Und man muss sehen, wenn irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo die meisten Anleger sagen, naja, gut, hier ist ein Punkt gekommen, wo eine längerfristige Anlage sich dann auch wieder richtet. Selbst wenn man im schlimmsten Augenblick investiert hätte, hat sich in den 70er Jahren eine Aktienanlage noch gerechnet. Das heißt, das geht nicht spiegelbildlich. Erst Rezession und dann fallen die Kurse, das wäre gerade ganz einfach. Ja, wird ja zum Teil jetzt ja auch an den Märkten schon gespielt und vorweggenommen. Aber wie seht ihr das? Wie hoch seht ihr die Rezessionswahrscheinlichkeit und das Risiko, dass dann Unternehmensgewinne, die sind ja in vielen Bereichen auf Peak Earnings, dann nochmal deutlicher korrigieren? Ja, die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession ist 100%. Frage nur wann. Ja, ich habe das nicht so zu beantworten. Insofern, hier versuchen wir jetzt nicht resolat, weil die Inflation kommt, die Rezession kommt, weil das eh irrelevant ist. Ich weiß es nicht. Meistens kriegt man die Bestätigung erst dann, wenn man schon längst drin ist. Ich glaube, die Gewinnthematik ist sehr wichtig. Also auch die jetzt zum Beispiel jetzt kommt die Earnings Season. Also ich versuche jeden Quartalsbericht zu lesen von jeder Firma, die im Portfolio ist. Zumindest die wesentlichen Statements am Anfang und die GV, Cashflow-Rechnung und Bilanz. Das gibt einem vom Wording auch so ein gewisses Gefühl. Da gehen die Kollegen nochmal in die Calls rein, was die gerade zu diesem Thema sagen, also diese Gespräche mit den CFOs und CEOs. Das wird der Knackpunkt sein. Und ich glaube nicht, dass man in einer Rezession querbeet unbedingt bei sehr guten Firmen massive Gewinnrevision sehen muss. Das, im Durchschnitt wird man das sehen. Und da, wo man es typischerweise stark sehen konnte, war im Rohstoffbereich. In dem Energiebereich, früher zumindest, als der Ölpreis dann fiel. Ich gucke mal die Gewinnentwicklung von Exxon an im Jahre 2020, da war der Wind weg. Und die Gewinnentwicklung von Microsoft im Jahre 2020. Also ich glaube, da muss man schon differenzieren und machen wir das auch. Und mich interessiert jetzt nur begrenzt, wie jetzt genau die Gewinne im S&P 500 sind. 230, glaube ich, ist die Schätzung für dieses Jahr. Das heißt, wenn man so bei 15er KGV unterstellt, dann wäre man immer so bei 3,5 oder so in der Ecke, hätte man schon wieder ein sehr, sehr günstiges oder vernünftiges Niveau erreicht. Das ist auch dann schon von 4,8 runter eine ordentliche Korrektur. Und ich würd auch sagen, nach vorne gucken, wenn man heute gute Firmen kauft, wird man sich in 10 Jahren darüber freuen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, sich da nicht kirre machen lassen. Die Hoffnung ist aber natürlich schon, dass am Markt Übertreibungen, die wir nach oben hatten, und ich denke, wir haben viele gute Firmen mit KGVs, man 40, 50, wie die ASML zum Beispiel in Holland, den Monopolisten für diese hochauflösenden Maschinen, die mit den Chips hergestellt werden, dass die jetzt langsam wieder günstiger werden und das ermöglicht allen eben diese guten Titel zu kaufen. Nicht? Und ich glaube, insofern sehe ich das mit einer gewissen Freude auch. Die Kasse ist zwar nicht riesig, aber immer noch da und da muss man jetzt durch. Und wenn ich gute Firmen habe und abends im Gespräch jedem sagen kann, der sagt, wie lange gefällt es dir und wann kommt die Rezession und wann ist die so dinge, sage ich, bleib entspannt. Wir nutzen das jetzt so gut wir können, um gute
gute Waren an Bord zu holen. Und da müssen wir dann da durch. Denn auch wenn man die Prognose von Peter Huber gerade hört, ich teile seine Meinung, dass das ein echter Schlamassel ist, in dem sich die EZB befindet. Und keiner von uns hier hat die leiseste Idee, wie das genau laufen soll. Diese OMT-Leitnummer, die Sie ansprachen, geht so in die Richtung, nicht? Aber ob das akzeptiert wird, wie das von den Märkten aufgenommen wird, I don't know. Und am Ende vom Tag kann man im jetzigen Feld nicht mehr machen. Was man nicht machen sollte, meiner Meinung nach, davor warne ich jeden zu versuchen, die nächste Rezession zu teilen. Ich wüsste auch gar nicht, was man dann genau machen sollte am Aktienmarkt. Drei Wochen vorher, ich sage drei Wochen vorher nachmittags, geh mal raus. Sie wissen es ja nicht. Ne? Und insofern, man kann das Portfolio ein bisschen weg aus Zyklikern bewegen, rein in Titel, die vielleicht weniger betroffen sind. Aber ich vermag das nicht jetzt detailliert zu treffen. Ein kurzes Markttiming ist ja eh oft ein schlechter Ratgeber, weil ich ja beide Entscheidungen nicht treffen, sowohl nicht rausgehen als auch nicht reingehen. Aber du hast die Unternehmensgespräche gerade angesprochen. Vielleicht gibt es ja mal ein bisschen Insight, wie weit kriegt man da die Themen der Kostensteigerungen berechnet, wie weit sind die Unternehmensaussagen dann wirklich ein guter Indikator, was jetzt dann zukünftige Gewinnerwartung angeht, weil die sehen es ja häufig dann auch erst zu spät. Ja, also die Konsumgüterunternehmen haben jetzt auf einer Konferenz, so unisono kann man sagen, vor allem die Amerikaner, gesagt, we need to do it more. Und dann haben wir ja gerade gesehen, das Beispiel Pepsi, die da schon da waren, haben es ja gesehen, 10% Preiserhöhungen im ersten Quartal. Die Amerikaner sind in der Lage, das etwas schneller anzupassen. Am schwersten ist es momentan im Konsumgüterbereich in Europa traditionell. Das sagen auch Firmen wie Unilever oder Nestle, die schaffen das auch langsam. Leider aber unter der von Klaus Kaltenborn gerade angesprochenen Kosteninflation, zunächst einmal mehr. Also kommt erstmal die Marge ein bisschen runter, bevor die Preiserhöhungen dann wirken. Und viele andere Firmen ziehen das relativ gute Firmen ziehen das einfach durch. Manche möchten auch gar nicht groß drüber reden, über das Thema Pricing, also nehmen Sie die großen Technologiewerte. Und dann gibt es Firmen, wo das sehr schwierig ist. Und da, glaube ich, könnte man eine gewisse Zyklik sehen. Nämlich schauen wir uns die Googles oder Alphabets und Metas, Facebook an. Das sind ja Werbefirmen. Und die machen ja nicht ein dezidiertes Preismodell und sagen, die kostet jetzt 3,50 €, sondern es sind ja tausende Millionen von Aktionen, mit denen die diese Werbeplätze kaufen. Und ich würde schon vermuten, dass dort der Absatz, also der Werbeabsatz, der Umsatz mit Werbeplätzen deutlich zurückkommt oder zumindest eine gewisse Schwäche erfahren kann. Aber der Markt ist ja nicht blöd, nicht? Also wenn man sich jetzt anguckt, wo eine Meta oder Ex-Facebook-Aktie steht, die ist ja schon über 50% gefallen. Das wäre jetzt keine besonders große Insight. Also wir sehen das da schon bei diesen Firmen. Und ansonsten würde ich sagen, herrscht in Amerika sehr viel mehr Zuversicht. Hier ist echt alles Doom und Gloom. Also wir sind näher an dem Ukraine-Krieg, wir sind viel stärker betroffen von diesen Preiserhöhungen jetzt zuletzt im Energiebereich. Wir haben Angst, dass uns der Russe den Hahn abdreht. Das hat der Amerikaner nicht. Also die Amerikaner sind da sehr viel relaxter. Und das ganze Thema, diesen Ukraine-Krieg, bewegt auch, wenn Sie es hier in CNBC anschauen, kaum die Gemüter. Nicht, dass wirklich, wie läuft das Quartal bei den Tech-Unternehmen? Gibt es auch natürlich eine strukturell nach wie vor positive Nachfrage, die auch etwas abkühlt. Aber das haben die Aktienkurse mit 60, 70, teilweise 80% Kursverlust ja auch schon deutlich eskaliert. Ich bin da eigentlich jetzt eher etwas positiver auf der Seite. Wohl wissen, dass natürlich einiges an Ungemach noch drohen kann. Peter, wie sieht das bei euch aus? Wenn es eine Aktienstrategie, wo hast du da deine Schwerpunkte hin verlagert, wo siehst du da aktuell Opportunitäten und wo bist du vorsichtig? Also zunächst mal muss man sagen, dass wir ja noch nicht in der Rezession drin sind. Die DAX-Unternehmen haben im ersten Quartal 20% Gewinnzuwachs. Die Industrie verzeichnet Rekordauftragsbestände. Wir haben Vollbeschäftigung, Facharbeitermangel. Wir sind also noch relativ weit von der Rezession weg, aber ich bin der Meinung meiner Vorredner, dass die unvermeidbar ist und dass auch die Gewinne der Unternehmen unter Druck kommen. Und wer Dr. Flossbach gesagt hat, wenn Sie die Teilnehmer angucken, die ja künftig als sich am Luxussegment konzentrieren will und mit einem Kosten-Gewinn-Verhältnis von 5 bewertet werden und 7% Dividendenrendite,
da ist schon einiges drin. Aber ein Thema ist noch gar nicht angesprochen worden. Meines Erachtens laufen wir in eine veritable Energiekrise rein. Es fing 2009 an, dort sind die Rohstoffpreise gefallen, ab 2013 haben sich die Unternehmen zurückgenommen und viel weniger investiert. Die Investitionen in neue Vorkommen haben sich mehr als halbiert. Dann kam zusätzlich obendrauf dieses ganze ESG, die ganze ESG-Geschichte. Sie wissen vielleicht, vor 3-4 Jahren hieß es alles, was man im Boden drin ist, sind Stranded Assets. Die sind nichts mehr wert, weil wir ja massiv die alternativen Energien ausbauen. Ja, Pustekuchen. Die Unternehmen haben natürlich entsprechend weniger in neue Vorkommen investiert. Die Banken wurden angehalten, das nicht mehr zu finanzieren. So, wir schalten in Deutschland die Kernkraftwerke ab, wir gehen aus der Kohleverstromung raus. Der Energiebedarf steigt, kein Mensch kann erklären, wie das eigentlich laufen soll. Der verstärkte Aufbau alternativer Energien, ja, da brauchen auch Rohstoffe ohne Ende. Das ist ja nicht so ohne weiteres aus dem Boden zu stampfen. Wir brauchen Material, qualifiziertes Personal, die Kapazitäten sind nicht da. Und der Abschimmel wird auch eine schnelle Bearbeitung verhindern. So, das heißt, das Ganze wird über die Preise ausgeglichen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir, wenn wir die Aktienseite betrachten, dass wir unter Umständen mit Energie- und Rohstoffaktien, die heute, wo sie bereits angesprochen sind, mit einstelligen Kursgewinnverhältnissen und teilweise zweistelligen Dividendenrenditen gehandelt werden, dass wir erst am Anfang von dieser Entwicklung sind und da eine Möglichkeit haben, vielleicht den rezessiven Tendenzen und den Problemen ein Schnäppchen zu schlagen. Ja? Schnäppchen. Okay. Also Energie, Rohstoffe sind angesprochen worden. Wie sieht das bei euch aus? Artikel 8 vor nicht so ganz einfach. Und wo seht ihr die interessantesten Opportunitäten? Nun, das ist völlig richtig. Also aus Nachhaltigkeitsgewichtspunkten ist es ein schwieriges Thema. Und wenn man nach Artikel 8 investieren will, praktisch kaum noch möglich in Energie und Rohstoffe zu investieren. Frage ist, wenn man diese Einschränkung nicht hätte, wollte man das? Also wir sehen ja alle eher eine Wirtschaftsabschwächung und in dieser Phase werden vielleicht nicht unbedingt die Rohstoffpreise weiter gehen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Rohstoffaktien in so einer Krise deutlich nachgeben werden. Und deshalb ist es im Augenblick für mich kein Thema. Wo ich mehr darauf achte, dass eine gute geopolitische Steuerung des Vermögens. Ich glaube, man sollte weitgehend die Finger davon lassen, in Emerging Markets investieren. In Russland haben wir gesehen, was passieren kann, wenn man sehr abhängig davon ist. Da wird dies Elefant im Raum in China sein. Auch da sollte man, glaube ich, die Finger von lassen. Bleibt als Anlageregion Japan, die USA und Europa. Europa, das ist ein bisschen digital, die Situation, falls Russland hier mal den Gashahn zudreht, kommen wir in eine veritable Wirtschaftskrise rein. Das wird am Anfang ähnlich aussehen wie in der Corona-Krise, so eine Art sudden stop der wirtschaftlichen Aktivitäten. Wann das wieder losgeht, dann wird es sehr, sehr schwierig zu prognostizieren sein. Da muss man in Europa sehr vorsichtig sein bei bestimmten Werten, die auf Gaslieferungen angewiesen sind, die Gas als Vorproduktion brauchen. Da würde ich denn mein Geld lieber eher Richtung USA schicken, denn die USA haben eigentlich damit kein Problem. Im Gegenteil, ein enormer Wettbewerbsvorteil, bei deren Gas natürlich deutlich billiger ist als das, was wir im Augenblick dafür bezahlen. Jetzt sind die Schwellen angesprochen worden, Peter, da hast du ja oft antizyklisch investiert. Wie weit siehst du da Chancen in den asiatischen Raum beispielsweise? Also, ich glaube, dass das. Das ist das Problem, was der Kleine Morgen und Herr Dr. Flossbach angesprochen haben, ist ja schon, die Amerikaner, das hat sich jetzt gezeigt, im Ukraine-Krieg, die setzen
Der Dollar war für ein, wir haben Russland aus dem SWIFT-Verfahren ausgeschlossen. Wir haben die Zentralbankguthaben eingefroren. Und weltweit schauen alle zu. China, Indien, Saudi-Arabien, Russland natürlich auch. Und sagen sich, aha, wenn ich mich unbotmäßig verhalte, zum Beispiel in der Taiwan-Frage oder sonst was, dann passiert mir dasselbe. Und ich glaube, dass das zur Folge haben wird. China wird den Amerikanern nie den ersten Rang streitig machen. Aber wir bekommen eine Art Aufspaltung der Geopolitik in der Form. Amerika und seine Verbündeten, das sind schwerpunktmäßig die Europäer. Und auf der anderen Seite die Staaten, die sich nicht in dieser Form bevormunden lassen wollen. China, Indien, Russland, Saudi-Arabien und so weiter. Und das führt natürlich dazu, dass zum Beispiel China, ist ja angesprochen worden, ein gewisses Risiko hat, dass es eben auch sanktioniert wird. Das wird jetzt teilweise jetzt schon so, dass bestimmte chinesische Aktien nicht gehandelt werden dürfen. Also es kann schon passieren, dass da so etwas entsprechend in Russland läuft. Aber das hat eben zur Folge, dass der asiatische Raum unter Umständen natürlich Probleme bekommen wird, obwohl der innerasiatische Handel in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, auch noch neue Freihandelsabkommen. Also ich bin da nicht negativ. Ich würde eher in Asien investieren als in Europa. Ja, wir kommen zur Schlussrunde. Gibt es irgendwelche Dinge, die zu den Vorrednern, was wir gerade geäußert haben, noch vertiefend thematisieren willst? Oder sonst nutzt du die Zeit nochmal, deiner Meinung nach, die wichtigsten Punkte, die wir jetzt zu beachten haben, uns zu tun? Nee, ich glaube, wir sind da in vielen Punkten dann vor. Also die Inflation ist nicht strukturell höher seit. Wie hoch weiß keiner von uns. Die EZB ist, kämpft mit entweder Stumpfenwaffen oder sie muss sich illegale Waffen besorgen. Wie das weitergehen wird, weiß keiner. Das Entscheidende ist das Vertrauen der Leute in das Geldsystem, in den Geldwert. Bisher trotz der Inflation noch nicht wirklich eruiert, aber das kann natürlich kommen. Das würde möglicherweise auch eine massive Flucht in Gold von, ich hoffe nicht, dass sie kommt, aber das würde dazu führen, also ich würde dann kein Geld mehr auf dem Konto liegen haben wollen. Das kann Herr Calderon vielleicht so nicht sagen, gibt es Stress mit der Mutter, aber es ist, also mit der Bank, sag ich mal. Weil das, da haben wir das Thema, Sie lachen jetzt, aber geht der Bankrun war da. Also Anfang Oktober 2008 hatten wir einen Bankrun. Also ich könnte Ihnen jetzt die Großfilialen aufzählen, wo die Alarmglocken spielen. Und das ist ein Punkt, den sollte man einfach mal im Hinterkopf haben. Das heißt, ich fühle mich wohl mit Sachwerten in dem Umfeld und nicht mit Nominalwerten. Gleichwohl gibt es auch da Chancen. Wir sehen da jetzt erste Beispiele, wo auch vielleicht das ein oder andere Rentenpapier wieder, das wäre eine Ergänzung, interessant ist, aber die Rendite muss so hoch sein, dass sie voraussichtlich die Inflation einigermaßen abdeckt. Und ansonsten würde ich mich wirklich sehr auf dieses Thema Qualität definieren. Er hat mal gesagt, auf dem Friedhof der Qualitätsaktien, und dann kamen Dinge, die ich aber nicht als Qualität verstanden habe. E.ON oder so ist nee, aber dass man einfach sagt, das ist eine gute Firma. Fertig. So, jetzt brauche ich mich, wann ist jetzt die nächste Rezession? Ich würde mich einfach mit diesem Spuk, davon leben die sagen wir, Finanzjournal hier, ja, im großen und im hohen Maße, wann kommt die nächste Rezession, wann passiert dies und jenes. Ich würde sagen, wir sind alle wahrscheinlich davor, die Zeiten, vor denen wir stehen, sind, der Engländer sagt, unprecedented, da gab es noch keine echte Blaupause für, da kommt einiges auf uns zu und ich würde mich da auch aufstellen mit einem klaren Schwerpunkt, in Sachwerten, mit einem, sagen wir mal, Qualitätsfokus, Firmen, die auch wenn es ganz drum kommt, durchhalten. Und nicht versuchen, Sektoren, Länder und andere Dinge zu teilen. Gleichwohl gibt es natürlich durch diese geopolitische Thematik, die Peter Huber gerade ansprach, oder Sie, Herr Calderon, nicht klar, also ist dieses Thema China. Emerging Markets konnte man, wenn man so wollte, retrospektiv, wenn man MSCI Emerging Market anguckt, die Tonne trägt, hat kein Mensch gebraucht in den letzten 10, 15 Jahren. Da war nichts Emerging, nicht
schau mal Russland als Beispiel. Und da bin ich auch sehr vorsichtig bei den Investitionen. Ich will als Aktionär gehört werden und im Zweifel auch in der Lage sein, das ein oder andere mal anzustoßen. Ja, und ansonsten bleibt es dabei, hohe Anteil an Sachwerten, gute Aktien, bisschen Gold und ab und an auch mal wieder vielleicht eine Rente. Das Ganze steigt nochmal auf. Gold ist auch vertreten. Bei Renten tun sich noch schwer. Was muss da passieren, damit man im High-Yield-Bereich den ersten Sachen reinkommt? Ist ja vom Konzept möglich. Nochmal, also ich würde bei einer Sache Ihnen völlig recht geben. Timing ist eine schwierige Kiste und man sollte damit sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube nach wie vor, dass Renten eher kein großes Thema sind im Portfolio, außer dass man damit natürlich es schaffen kann, das Risiko einigermaßen in Grenzen zu halten. Das ist aber, geschieht nicht durch Credit, das geschieht auch nicht durch Duration, sondern das geschieht durch kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen, wenn es denn sagen muss. Ansonsten meine ich auch, Aktien ist durchaus in Ordnung. Nur hier, denke ich, sollte man Vorsicht walten lassen, man sollte nicht unnötige Risiken eingehen. Unnötige Risiken, das kann man technisch ganz gut abhandeln. Das einmal die Konzentration im Portfolio möglichst gering halten und viele Indizes haben hohe Konzentrationen. Schauen Sie sich den Nasdaq 100 an oder den S&P oder den DAX. Indizes, die nicht gut konstruiert sind, wenn man diversifiziert sein will. Man muss gucken, und das gilt gerade für Multi-Asset-Portfolio, dass man seine Anlagen so wählt, dass die Einzelteile möglichst wenig miteinander korreliert sind. Damit kriegt man eine optimale Diversifikation hin, sollte zum Handwerkszeug jedes Portfolio-Managers gehören. Dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, wie viel Währung muss ich in meinem Portfolio halten? Wir haben die Dollarfrage noch nicht geklärt, auch da würde ich nicht teilen. Aber was mir ziemlich klar erscheint, ist, dass bei der Krise, die wir im Augenblick haben, es nicht schaden kann, einen Teil seines Vermögens in eine Region zu schieben, die von diesen Krisen nicht so stark betroffen ist. Ich greife das auf das Schlusswort, verzeih mir Peter, weil besser kann man es nicht schildern, dass tatsächlich Diversifikation ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Das hat jetzt für viele klassische Strategien, die nur Aktien und Anleihen miteinander kombinieren, nicht funktioniert. Wir haben das hier nochmal als Chart an der Stelle mit hereingebaut. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man tatsächlich eine gewisse Flexibilität an der Stelle braucht vom Management, wie Sie es auch hier beispielhaft von den drei Fondsmanagern sehen. Ich denke, das ein oder andere haben wir hier thematisiert, was durchaus hilfreich für Sie war. Klar, die Inflation wird uns weiter begleiten, eine Rezession wird wahrscheinlich kommen, irgendwann werden wir alle sterben. Das waren so die kleinen Aussagen, die ich mitgenommen habe. Von daher darf ich bei Ihnen für die sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit bedanken und würde mich freuen, wenn Sie die drei Männer gerne mit Klaus Kallenbaum, Bert Flossbach und Peter Huber nochmal verabschieden. Schönen Dank.